Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mal wieder einen Vlog für euch und ich nehme euch heute wieder mit. Und heute ist der 15. Oktober und zwar Montag. Das heißt, heute ist mein erster richtiger Herbstferientag. Ich freue mich richtig, ich habe jetzt endlich 2 Wochen Ferien. Und heute nehme ich euch mit, da ich heute ein bisschen was vorhab. Ich dachte, sonst habe ich nicht so viel vor, deswegen nehme ich euch heute einfach mal mit und vlog ein bisschen. Und zwar fahre ich gleich mit meiner Mutter erstmal zum Arzt ein Rezept abholen. Danach fahren wir in den Baumarkt und holen Wandfarbe für diese Wand, wo hier der Wandteppich noch dran hängt. Aber die Wand, wie ihr seht, ist halt weiß. Und die ist schon das letzte Mal gestrichen worden, seit als wir hier eingezogen sind. Also ja, die graue Wand habe ich ja noch nicht so lange. Die habe ich selber überstrichen. Und meine Haare sehen richtig komisch aus. Und hier, das ist jetzt zum Beispiel eine kleine Stelle, wo man gut erkennt, dass diese Wand sehr, sehr dreckig ist. Ja, und hier unterm Wandteppich verbirgt sich auch noch einiges deswegen. Und ich bin auch im Bademantel, wie ihr seht, weil ich gerade erst aufgestanden bin. Ich werde mich jetzt ein bisschen schminken und fertig machen. So Leute, ich bin jetzt fertig. Jetzt muss ich mich gleich nur noch anziehen. Dann muss ich erst in mein Zimmer aufräumen, weil da liegen so viele Klamotten rum und das Chaos muss beseitigt werden. Deswegen mache ich das gleich. So Leute, das ist jetzt mein Outfit. Ich trage diese khaki-grüne Jeans. Also die hat hier so Taschen. Und die habe ich noch recht neu. Die habe ich euch im letzten Vlog auch gezeigt. Die ist von H&M und meine Air Force. Und ich bin irgendwie ein bisschen aus der Puste. Und ja, dann trage ich auch dieses T-Shirt. Das ist von Snipes. Und da steht Prey drauf. Und das habe ich so zusammengeknotet, weil das ein bisschen zu groß ist. Und das ist mein Outfit für jetzt. Und ja, ich habe mein Zimmer noch nicht aufgeräumt, weil ich noch keine Lust hatte und wir jetzt erstmal fahren. Und das kann ich dann ja auch noch später machen. Also als allererstes müssen wir Wandfarbe kaufen für mein Zimmer. Das steht auf unserer Einkaufsliste. So, meine Mama und ich sind jetzt im Baumarkt und suchen uns eine Farbe raus. Eine weiße für meine Wand. Wir brauchen ja eigentlich auch nur einen Topf weiße Farbe. Wir gucken mal da hinten. Und deswegen ja, es ist jetzt nicht so aufwendig, was wir besorgen müssen. Thanks. So. Wir haben jetzt nichts Besonderes oder Interessantes gekauft, außer Wandfarbe und so ein paar Putzsachen und sowas. Weiße Farbe haben wir auf jeden Fall gekriegt. Und ja, jetzt fahren wir gleich, glaube ich, zu Burger King, weil ich habe voll Hunger. Auch wenn wir erst 11:30 haben, habe ich trotzdem voll Hunger. Und ich hätte voll Bock auf Burger King. Ich habe jetzt so ein süßes Kindermenü geholt mit Nuggets und Pommes. Can you see it? Ich hoffe, meine Kamera hält da. Ja, pass auf. Das ist so. Ach doch, das hält schon. Ha! Guck mal, was ein Pro ich bin. Okay, ich bin jetzt wieder zu Hause. Mein Zimmer immer noch Chaos, aber der Haufen da hinten ist ja das Einzige, was hier so wirklich unordentlich ist. Deswegen werde ich jetzt erstmal mein Essen essen. Und dann werde ich später mit meiner Mutter schon mal das Bett abschieben. Also ich muss erstmal diesen Vorhang abnehmen. Wandteppich. Voll viele fragen mich immer, woher ich den habe. Den habe ich bei Amazon bestellt. Ich glaube nicht, dass ich ihn wiederfinde. Sonst hätte ich euch den in die Infobox verlinkt. Aber ich habe den einfach bei Amazon bestellt. Ich glaube, der hat um die 10 Euro nur gekostet. So Leute, ich habe mir jetzt einen Zopf gemacht, denn jetzt fängt es an. Ich muss nämlich diesen Teppich da abhängen und da habe ich keine Lust auf Haare im Gesicht. Deswegen hänge ich das jetzt ab. Und ja, ich werde diesen Wandteppich vermissen. Vielleicht hänge ich ihn auch irgendwann wieder auf, aber jetzt erstmal mache ich ihn ab, weil ich habe ihn ja schon so lang und irgendwie will ich da nochmal eine Veränderung haben. Ich stelle die Kamera jetzt einfach hier hin. Und ich habe meinen Akku gerade noch ein bisschen geladen, weil der war fast leer. Ich hoffe, meine Kamera geht jetzt gleich nicht aus. Ich hoffe, der Akku hält noch ein bisschen.
Hier sieht man nochmal besonders gut, wie dreckig meine Wand ist an einigen Stellen. Vor allem von dem Bett halt. Hier dieser ganze Streifen. Ich weiß, ich glaube, man kann das gar nicht so gut erkennen, aber naja. Auto, wie ihr seht, denn wir fahren jetzt zu Ikea, während meine Wand trocknet. Also wir waren jetzt so weit, dass wir die dreckigen Sachen alle überstrichen haben, teilweise. Und jetzt muss die Wand erstmal trocknen und dann gucken wir später nochmal, wo man nochmal streichen muss. Und in der Zeit fahren wir jetzt einfach zu Ikea und gehen ein bisschen bei Ikea shoppen, ne? Das machen wir immer ganz gerne zwischendurch. Und ich gucke mal, ob ich irgendwas Cooles finde, was ich an die Wand hängen kann, die jetzt so weiß ist, weil den Wandteppich will ich da jetzt nicht wieder hinhängen, weil den hatte ich ja erst da. Und deswegen gucke ich mal, was ich so bei Ikea finde für vielleicht ein Bild oder weiß ich nicht, irgendwas, was man da an die Wand hängen kann. Danke. Jetzt kommt meine Lieblingsabteilung. So. Wir sind schon wieder im Auto. Wir haben jetzt kurz nach drei und wir sind jetzt fertig bei Ikea. Wir haben jetzt nicht ganz so viel gekauft, also ein bisschen Deko-Sachen. Und ich habe mir ein Bild gekauft, ein schwarzes mit so einem Hirsch drauf. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Finde ich eigentlich richtig cool. Und das stelle ich mir entweder auf mein Regal oder ich hänge es über mein Bett, je nachdem, wie es über mein Bett aussieht. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal nach Hause und dann gucken wir gleich uns die Wand an. Und dann melde ich mich bei euch wieder. Und meine Kamera ist fast leer, deswegen muss ich die gleich laden. So. Back at home. Hier ist immer noch Chaos. Vor allem hier die Ecke. Das muss ich alles später aufräumen. Wenn ich später alle Möbel wieder schön stehen habe, dann stelle ich alles wieder oder putze ich schön. Und es ist halt hier voll. Ich glaube, das ist, weil der Teppich hier nicht mehr ist. Auf jeden Fall sieht die Wand schon gut aus. Und ich wollte mich nochmal bedanken für die 10.000 Abonnenten auf Instagram. Könnt mir gerne folgen. Ich freue mich richtig krass darüber, dass wir jetzt 10.000 sind. So, mit meinem Bett bin ich jetzt fertig in meinem Bettbereich. Ich habe so Kopfschmerzen irgendwie. Ich bin mega müde, aber ich zeige euch jetzt, was ich gekauft habe und ich habe die Sachen schon alle angebracht und so und ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie ich es finde, aber es ist auf jeden Fall was anderes und es sieht ein bisschen cleaner aus, sage ich mal, als dieser Wandteppich vorher, der ja sehr, sehr viel von meiner Wand verdeckt hat. Sieht viel heller aus, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt zwar die Rollade runter gemacht wegen der Lichterketten, damit ihr es besser seht, aber ich zeige euch jetzt einfach mal so, wie es jetzt gerade noch aussieht. Und zwar ist das hier jetzt mein Bettbereich. Also mein Bett beziehe ich wahrscheinlich gleich nochmal neu. Und das ist jetzt die Lichterkette, die vorher am Wandteppich hing. Die habe ich übrigens von Amazon. Die ist mega lang. Und ich hasse Batterien mit, ich hasse Lichterketten mit Batterien. Deswegen habe ich eine Stromlichterkette. Und die habe ich hier in der Zwischenwand und so immer eingesteckt. Dann kann ich die immer an- und ausmachen. Und mein Akku ist leer. Nein! Ja, auf jeden Fall habe ich mir dieses Bild gekauft. Das ist so eine Leinwand von Ikea. Das gibt so... Das ist so eine Stoffleinwand mit so einem Hirsch drauf gestickt und ich fand das richtig schön irgendwie, weil es so schwarz ist und ich sowas noch nicht habe. Und dann habe ich mir noch diese Teile gekauft für meine ganzen, Schulbücher, die mir gerade schon entgegengekommen sind. Also die beiden sind voll mit Schulbüchern und das ist voll mit Heftern. Hier vorne liegt mein Taschenrechner. Das ist so mein Schulregal. Das habe ich jetzt auch ein bisschen sortiert, das sieht jetzt ein bisschen ordentlicher aus. Und ja, jetzt muss ich hier noch das Chaos aufräumen und dann zeige ich euch das gleich alles nochmal. So, jetzt bin ich fertig und zwar habe ich jetzt noch die Bettdecke neu bezogen. Ich kann nicht mehr, Leute, ich bin so fertig und wir haben jetzt auch schon 17 Uhr und ich bin seit 10 Uhr heute Morgen unterwegs gewesen, habe was in meinem Zimmer gemacht und das war ein anstrengender Tag. Ich werde mich jetzt gleich aber auch abschminken und duschen gehen. Und diesen Vlog schneiden, denn ich werde ihn jetzt beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Es war wieder nur ein Tag, den ich gevloggt habe, aber ich finde es manchmal sogar ganz cool, weil ich dann ein bisschen mehr reden kann und euch auch ein bisschen mehr mitnehmen kann, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss, dass es zu lang wird. Mal schauen, wie lang dieser Vlog jetzt geworden ist. Aber ja, ich bin so fertig, ne? Ich bin so kaputt. Aber ich finde diesen Hirsch echt richtig cool. Könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr den findet. Es ist halt einfach so eine schwarze Leinwand mit so einem Hirsch drauf. Und ich fand die echt richtig cool irgendwie.
Naja, auf jeden Fall beende ich jetzt damit diesen Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ja. Und ihr könnt mir auch gerne ein Abo da lassen, falls ihr mich noch nicht abonniert haben solltet. Weil wir sind bald die 30.000. Ich freue mich sehr. Und genau, ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, falls ihr das auch noch nicht tut. Ich poste da jeden Tag was. Und mir ist warm. Deswegen gehe ich jetzt gleich auch duschen. Und dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Ciao!